Und deswegen, Allahu Akbar, kann man sagen, stärkt deine Persönlichkeit und rappelt dich auf. Wenn du einer bist, der ängstlich durch die Dunya läuft, vermehre mal Allahu Akbar zu sagen. Das wird dich stärken und ja, deinen Kopf erhöhen. Manche schämen sich, dass sie Muslime sind. Manche schämen sich, dass sie einen Bart haben. Manche Schwestern schämen sich, weil die Hijab tragen. Allahu Akbar! Allah, vor wem hast du Angst? Vor wem? Vor den Blicken oder vor zwei, drei Sätzen? Guck mal dir an, guck mal den an. Allahu Akbar als dieser Mann. Allahu Akbar als diese Frau. Allahu Akbar als diese komplette Dunya. Vor wem hast du Angst? Sei stolz, ein Muslim zu sein. Schwester, Bruder, alt, jung. Allah hat dich auserwählt. Bi'idhnillahi gehörst du zu den Paradiesbewohnern. Und der sich lustig macht, wir kennen alle sein Endziel. Also Allahu Akbar, lauf durch die Dunya. Du sollst dich hochmütig durch das Diesseits laufen, aber stolz und froh, dass sich Allah auserwählt hat. Allahu Akbar, er ist größer als alles. Vor was hast du dann noch Angst? Vor was? Vor was hast du Angst, wenn du Allahu Akbar begriffen hast? Ja, Sheikh, ich habe Angst vor Djinn. Wer ist Djinn? Shaitan, Waswas. Ich habe Angst vor Dunkel. Allahu Akbar. Merk dir diese Bedeutung von Allahu Akbar. Du hast Angst vor gar nichts. Und so waren die Sahaba. Die haben die ganze Dunya erobert durch Allahu Akbar. Und wir, ey. Subhanallah. Möge Allah uns diese Power geben, diese Kraft von Allahu Akbar zu spüren, richtig im Herzen. Weil so ein Schwacher kann nichts verändern. Was willst du ändern? Du kannst nicht mal dich selbst ändern, wenn du Allahu Akbar nicht verstanden hast. Und dann willst du, ich will Islam verbreiten und die Welt erobern. Junge. La ilaha illallah. Ich würde gerne Allahu Akbar schreien. Allahu Akbar.